So, heute mal ein ganz anderes Video. Ich habe mich auf eine kleine Reise in die Eifel begeben. Und bevor einige fragen, nein, ich war natürlich nicht zum Höhenbergsteigen in der Eifel. Ich war in der Eifel, weil mich jemand von euch tatsächlich dazu eingeladen hat, in die Eifel zu kommen, um ein kleines, lustiges Projekt umzusetzen. Und dass das letztlich dann gar nicht so klein war, das ergibt sich dann eigentlich jetzt aus den folgenden Minuten. Fakt ist, es ging darum, eine Boulderwand zu bauen und zwar nicht einfach in irgendeine Bude, sondern tatsächlich in eine sehr anspruchsvolle Situation rein zu basteln. Und da habe ich mir gedacht, hey, das klingt nach einem spannenden Projekt, setz dich doch mal in den Zug und fahr in die Eifel, an den Arsch der Welt quasi, und versuchen wir dann dort hier in ein altes Bauernhaus eine Boulderwand in die Wand zu prügeln. Aber damit das Ganze nicht nur irgendwie so eine Art Vlog ist, sondern auch irgendwie, naja, Sinn macht, möchte ich auch ein paar Erklärungen zum Thema Boulderwand hier in diesem Video hinterlassen. Es gibt eine Materialliste unten in der Videobeschreibung zum Download, falls euch diese Wand so in dem Stil interessiert, wie wir sie gemacht haben. Man kann viele Sachen anders machen und wieso wir manche Sachen so gemacht haben, wie wir sie gemacht haben, ja, darum geht es jetzt auch so teilweise. Aber ich würde sagen, jetzt geht es erstmal in die Eifel. Unser dieses Wochenende Projekt ist also meins und das von einem wunderbaren Community-Mitglied ist es, hier eine Boulderwand mit Felsstrukturen zu installieren. Und dafür haben wir eben diese Platten und dafür haben wir sehr viel Werkzeug und sehr viele Bühlerhaken und sehr viel Zeug. Und das werden wir alles in diese 200 Jahre alte Steinwand reinprügeln. Ich bin gespannt. Die Frage ist nur, wie bringt man eine Wand in einen Untergrund, der so mehr oder weniger fragil ist? Denn dass er fragil ist, das haben wir, das haben wir tatsächlich beim ersten Loch in der Wand gemerkt. Außerdem, die ganzen Zwischenräume waren mit Zement befüllt. In Zement hält natürlich eine schwere Konstruktion nicht so gut. Ergo, wir mussten immer schauen, dass wir in große, massive Steine reingebohrt haben und dass es die uns letztlich auch nicht weggesprengt hat. Und das ist nämlich uns das ein oder andere Mal passiert, weshalb dieses ganze Projekt deutlich länger gedauert hat, also insgesamt, als das eigentlich sein hätte müssen. Denn man muss dazu sagen, Boulderwände zum Beispiel in einer ganz normalen Wohnung, in einem ganz normalen Haus in einer Wand zu bauen, ist relativ einfach. Man schnappt sich einen Rahmen, man baut eine Art Rahmen um diese Platte, die man befestigen möchte, prügelt das Ding in die Wand, dann kommt die Platte drauf, Griffe rein, fertig. Das Ganze war in dem Fall eben komplexer und angefangen haben wir eigentlich damit, oder hat der Tom in diesem Fall damit, dass er mal die ganzen OSB-Platten geschliffen hat. Und das Interessante ist, wir haben USB-Platten genommen, weil Sperrholzplatten, die eigentlich dafür besser geeignet wären, noch viel teurer gewesen wären, als die USB-Platten das ohnehin schon waren. Weshalb USB das Mittel der Wahl war. Also hat der Tom erstmal die ganzen Platten geschliffen und die ganzen Löcher mit einem perfekten Plan, den er sich gebastelt hat, vorgebohrt, in die dann die Griffe rein sollten. Außerdem hat er natürlich auch die ganzen Flanschmuttern nochmal in die einzelnen Löcher dann reingeschraubt. Kleine Empfehlung hier an dieser Stelle, wenn ihr USB-Platten verwendet, nehmt auf jeden Fall Flanschmuttern mit zwei Befestigungsschrauben hinten. Das erleichtert euch dann später nämlich das Befestigen der Griffe. Das ist zwar eine Heidenarbeit, aber das Problem ist, wenn man die ganze Wand hängt und man kommt von hinten nicht dran, dann und es haut einem die ganz normalen Steckmuttern, die zum Reinhämmern sind, raus, dann hat man halt verschissen. Also dann ist das Ding halt weg. Und deswegen nehmt euch lieber mehr Zeit und ein paar Cent mehr in die Hand und nehmt dann einfach wirklich Flanschmuttern, die mit zwei Befestigungsschrauben befestigt sind. Die größte Challenge für uns an dieser Stelle war eigentlich diese Platten an die Wand kriegen. Nein, eigentlich war es die Latten an die Wand kriegen. Denn wir konnten uns diese Rahmenkonstruktion, von der ich gerade erzählt habe, ja eben nicht bauen. Denn wir hatten eine Steinmauer, die teilweise bis zu 5 cm entweder oben oder unten hing. Ergo, das ganze Ding war komplett schief und somit konnten wir natürlich keinen Rahmen bauen. Denn Rahmen hätte ja für eine unglaubliche Spannung gesorgt. Dann hätte uns die USB-Platten letztlich, wenn wir sie dran geschraubt hätten, zerrissen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben quasi einfach senkrechte Pfeiler eingezogen und an die haben wir dann letztlich die USB-Platten dran geschraubt. Wir haben diese Latten dann letztlich mit Gummi
ja, so kleinen Hartgummiplatten ausgeglichen, also die ganzen Löcher in der Steinmauer. Wir hatten da teilweise Abstände von 5 cm und mehr. Das war schon ziemlich problematisch und ich hatte gerade am Anfang eher das Gefühl, das wird eine ziemliche Pfuscherei und das wird niemals funktionieren. Aber letztlich war es dann so, dass wir mit Einschlagdübeln, nämlich soliden 10 cm Einschlagdübeln, die Dinger relativ gut an die Wand gebracht haben und die Latten auch die ganzen Unebenheiten sehr gut verkraftet haben. Man hat zwar das ein oder andere Mal dieses Klack gehört, wenn so im Holz so ein kleiner Riss entstand, aber das hat schon alles sehr gut gehalten. Getestet habe ich das natürlich, indem ich mit meinem kompletten Körpergewicht dann einmal an so eine Latte dran gehängt habe und geschaut habe, ob sich irgendwas bewegt. Aber letztlich muss man sagen, wir haben die Dinger meistens mit so 5, 6, 7 Einschlagdübeln an der Wand befestigt pro Latte. Ganz ehrlich, da hättest du ein Auto dran aufhängen können, da wäre überhaupt nichts mehr passiert. Also das Ding ist mit der Wand verbunden und das bleibt da jetzt auch für die nächsten 200 Jahre. Die ersten 200 Jahre ging es ohne Latten, ab jetzt nur noch mit Latten. Anders gibt es dieses Haus definitiv nicht mehr zu kaufen. Das haben wir in ungefähr 80 cm Abständen gemacht, obwohl wir nur 250 cm USB-Platten hatten. Der Clou dahinter ist, man kriegt nicht so eine harte Spannung auf die Platten drauf, wenn man das Gewicht und die Last, die er dann zieht letztlich, die punktuell sehr stark zieht, auf mehrere Latten verteilt und dadurch auch ein paar kürzere Abstände hat, denn dann kann sich das Ding nicht so durchbiegen, die Spannung ist etwas geringer und so. Man nimmt einfach sehr viel Spannung aus dem System raus. Das größte Problem, was Leute von euch nicht haben, die sich eine ganz, ganz kleine Boulderwand bauen, denn wir reden hier immerhin von 6 Meter Länge und ich glaube 3,5 Metern Höhe. Das ist nicht nix. Das ist eine relativ fette Wand, 6 Meter. Das größte Problem bei diesen Wänden ist tatsächlich einfach die Spannungen auszugleichen, die durch Unebenheiten in der Wand entstehen. Und wer sich da nicht vorher viel Mühe gibt, das auszugleichen, dem kann es halt echt passieren, dass ihm die Platte explodiert, wenn er sie draufschraubt und dann vielleicht mal irgendwie noch ein bisschen Zusatzgewicht dranpackt. Das heißt, alle 80, 70 Zentimeter, vielleicht auch nur jeden Meter, wenn man jetzt keine schwierige Wand hat, so wie wir, dann einen senkrechten Pfeiler einziehen und dann passt das und dann nimmt man Spannung raus. Ich kann auch nicht empfehlen, so 4 Meter Platten zu nehmen. 2,50 fand ich schon sehr hart. Erstens mal, das Ding ist unfassbar schwer gewesen. Also irre, wie schwer USB-Platten sein können. Aber das Zweite ist natürlich, man kriegt die Spannung auch raus, dadurch, dass man einzelne Platten nimmt und nicht alles über 6 Meter dann quasi so verteilt wird. Und ich finde, wir hatten durch unsere Bauernschleue teilweise echt ein paar Vorteile. Man könnte auch sagen, das Glück ist mit den Dummen. Und so ergab sich dann letztlich auch, dass wir die Platte relativ schnell und gut an die Wand gebracht haben. Die Latten waren ein Riesenproblem, die haben nicht gut funktioniert. Wir hatten sehr viele Schwierigkeiten, richtige Steine zu finden, aber darauf muss ich gar nicht so eingehen, denn das haben die meisten nicht, dieses Problem. Wir waren relativ schnell. Ein weiterer Aspekt, der das ganze Projekt natürlich nochmal rausgezögert hat: Tom wollte nicht nur eine Boulderwand in seinem großen Speicher haben, sondern er wollte auch Abseilstände, Kettenstände, Normalhakenstände, alles Mögliche wollte er auch da drin installiert haben, vor allen Dingen eben über der Boulderwand. Das war ein relativ lustiges Projekt tatsächlich. Ich habe mich dann diese Wand hochgearbeitet, dann habe ich einen Bohrhaken gesetzt und dann habe ich mich dann sozusagen technisch bis zum Dachfürst gearbeitet. Um den Fürst haben wir dann ein Seil gelegt, da habe ich mir dann sozusagen eine Selbstsicherung draus gebaut und dann habe ich ganz oben unterm Fürst in die Steine einen Kettenstand gebaut und also da reingebohrt und es war, oh Gott, wenn ich dran denke, das war so verrückt einfach alles. Und dann haben wir sozusagen über die ganze Wand habe ich dann nochmal ein paar Bohrhaken und Bühlerhaken verteilt und das ist ein ziemlich geiles Ding, weil man kann jetzt auch an den natürlichen Strukturen des Sandsteins da hochklettern, was auch sehr witzig ist. Man fängt unten in der Boulderwand an und schiebt sich dann nach oben bis zum natürlichen Stein, bis man dann oben am Stand angekommen ist. Und die Grundintention, warum ich in die Eifel gefahren bin und warum vor allen Dingen der Tom eine 6 Meter lange Boulderwand mit Steinelementen oben und Bohrhaken und Standplatz und Co. haben wollte, ist ein sehr cooler Grund, finde ich. Der Tom hatte das Problem, er wohnt in der Eifel. Also ich bin froh, dass ich dieses Problem nicht habe, aber er hatte dieses Problem. Und er möchte ja auch nicht weg aus der Eifel, sondern er ist absichtlich in der Eifel. Er hat aber auch das Problem, dass er sehr kletterbegeistert ist. Und diese Kletterbegeisterung kann er eben nur im Sommer und nur in seiner Urlaubszeit ausüben. Weshalb er sich gedacht hat, ich brauche irgendwas zum Üben. Ich will das Abseilen üben, ich will Standplatzbau üben, ich will
das Klippen üben können und so weiter. Ich möchte das alles irgendwie vor Ort haben, damit ich mich immer damit auseinandersetzen kann, auch nicht nur kurz vorher, sondern das ganze Jahr über, damit das nie so wirklich in Vergessenheit gerät. Und ich finde diese Idee so großartig, dass ich mich tatsächlich auf diese schwachsinnige Idee eingelassen habe, in die Eifel dafür zu fahren. Denn 4 Tage hat das immerhin gedauert, aber es war ein cooles Projekt. Und vor allen Dingen die Intention dahinter hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich kann das auch nur jedem raten, wer die Möglichkeit hat, sich vielleicht nicht in dieser Dimension, aber in einem kleineren Rahmen, irgendwo ein paar Bohrhaken zu setzen, in einer Holzplatte und die Holzplatte irgendwo dran zu schrauben an die Wand. Das lohnt sich letztlich wirklich für all jene, die nicht einfach so den Fels vor der Haustür haben. Denn wenn man das nicht hat und man ein Jahr lang oder zumindest den ganzen Winter nicht mehr zum Klettern kommt, dann ist das schon ein Risikofaktor, dass man viele Dinge vergisst, von denen man glaubt, sie irgendwann gekonnt zu haben und deswegen nicht mehr lernen muss und deswegen auch nicht üben muss, weil alles eh selbstverständlich ist. Letztlich war der letzte Schritt dann nur noch die Platten im Prinzip an all diese Latten dran zu schrauben. Dafür haben wir ganz normale Schrauben genommen. Wie gesagt, Materialliste und die Erklärungen zum Material findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Ganz normale Schrauben, nichts Spezielles, relativ lang sollten sie natürlich sein, damit möglichst viel des Schraubens in der Latte drin steckt, aber nicht zu viel, sodass wir nicht wieder in der Wand sind. Und damit wurden dann die ganzen Platten dran geprügelt. Und dann haben wir eigentlich nur noch die ganzen Platten lackiert mit einem ganz speziellen Lack, der relativ teuer war. Der so Quarzsand, meine ich, war das, enthält. Und dadurch sehr rau ist. Und der war tatsächlich unfassbar rau. Also als das Ding trocken war, das war halt wie in der Kletterhalle. Diese Wände, diese ganz rauen Wände, finde ich eine sehr schöne Idee, weil dann hat man eben nicht immer dieses ganz glatt polierte. Und letztlich ging es dann nur noch darum, Routen zu setzen. Und beim Routensetzen, ja, lasst eure Kreativität freien Lauf. Es gibt ein paar intelligente Strategien, wie man schön Routen setzen kann und wie man sich auch eine Systemwand oder eine Chaos Wall richtig intelligent setzt. Man kann auch Chaos Walls relativ doof machen, aber mein wichtigster Tipp in dem Fall ist, gerade wenn man so Traversen hat, wie wir es jetzt eben hier in dem Fall hatten, nutzt auf jeden Fall möglichst viel Platz aus, baut euch erstmal eine sinnvolle Route, weil wenn ihr eine sinnvolle Route, egal ob Traverse oder sonst was drinnen habt, dann orientiert sich die Chaos Wall sehr stark an dieser ersten Route und dadurch hat man dann quasi eine Grundroute mit unterschiedlichen Griffen und dann ist es tatsächlich gar nicht mehr so viel Chaos und trotzdem hat man sehr viele Optionen. Und ihr seht es ja in den hier eingeblendeten Bildern, man braucht nicht unfassbar viele Griffe und Tritte. Der Tom hat jetzt extrem schwere und kleine Griffe und Tritte. Er hat sich auch ein paar besondere Griffe bestellt, die auch sehr, sehr teuer sind. Aber alles in allem, finde ich, ist die Wand extrem geil und ich dachte mir, dieses Erlebnis kann man mal erzählen und kann man mit euch teilen. Bin mir sicher, dass auch wenn ihr eine Boulderwand, vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber etwas kleiner in eurer Bude haben wollt, man kriegt das schon hin mit ein paar Tipps, mit ein bisschen Expertise und mit ein bisschen Einlesen in das Thema und sich die richtigen Materialien kaufen und vor allen Dingen steckt viel mehr Zeit in die Planung als in die Ausführung, denn Sachen korrigieren ist immer viel, viel mühsamer, als sie von Anfang an richtig zu machen und richtig zu planen. Ich fand dieses Erlebnis trotzdem geil. Es gibt ein paar Sachen, die ich gelernt habe. Erstens, die Eifel ist gar nicht mal so hässlich. Zweitens, ich liebe meine gesamte Community. Ich finde jeden von euch, ich habe mittlerweile sehr viele Leute kennengelernt, mit sehr vielen Leuten etwas unternommen und ich habe noch keinen einzigen nervigen Menschen kennengelernt. Drittens, Boulderwände sind geil, wenn man sie zu Hause hat. Auch wenn ich nur 5 Minuten vom nächsten Kletterzentrum entfernt wohne. Ich hätte jetzt trotzdem gerne eine hier. Und viertens, ja, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich bringe euch in Zukunft vielleicht hin und wieder mal so ein paar kleine Erlebnisberichte mit. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berg heil!